Die Schreine in den Tempeln der Stadt heilen jede Krankheit und vergeben einen Segen. So, da bin ich wieder zurück. Und ich heiße euch willkommen. Ah, wieder im Dorf, ich bin immer noch etwas geschockt von diesen Taten. Wir klopfen jetzt mal an der Tür von Gerdua, um der Mainquest mal zu folgen. Die führt uns hoffentlich an neue Orte. Und wir können die Nebenquests dann an diesen Orten ebenfalls angehen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Nee, eigentlich nicht. Ich suche nur deine Frau. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen, hä? Es gibt schlimmere Dörfer. Okay, ich verkaufe Feuerholz. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Also gut. Oh, Gold 20 hinzugefügt. Nicht schlecht. Für 4 Holzdinger. So, jetzt bin ich mal kurz... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Dankeschön. Ich darf mich aber mal kurz bei euch umschauen. Ich darf hier aber nichts mitnehmen, wie ich vermute. Oh, guck mal rüber. Oh, Rolaf, da ist er ja. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden, also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Okay, warum solltet ihr hingerichtet werden? Ja, eine gute Frage. Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Oh ja, Ulfric Sturmmantel. Ich dachte nicht so auf aktuelle... Was? Ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse. Ja, okay, das ist... geben wir uns mal einen dumm. Wir sind ja auch dumm quasi. Ich habe keine Ahnung, wer Ulfric ist eigentlich. Der Führer der Sturmmantel halt, weiß ich aber sonst. Erklär mir mal. Ach, richtig. Es hieß, man habe euch beim Überqueren der Grenze gefangen genommen. Dennoch überrascht es mich, dass ihr noch nicht von Ulfric gehört habt. Er ist unser Anführer. Der Anführer der Sturmmäntel. Da hinten liegt ein Buch. Wer sind die Sturmmäntel? Wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden? Erklär mir erstmal die Sturmmäntel. Selbst da unten in Sirodi-Il müsstet ihr doch von dem Krieg in Himmelsrand gehört haben. Wir Nord haben es satt, unser Blut zu vergießen, um die Schlachten des Kaiserreichs zu schlagen und die Dekadenz des Kaiserreichs mit unseren Steuern zu finanzieren. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er führt den Kampf an, um das Kaiserreich ein für allemal aus Himmelsrand zu vertreiben. Also alles gegen das Kaiserreich sozusagen. Wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden, genau? Ich war Ulfrics Leibwache zugeteilt. Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Wir waren mindestens 5:1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Syrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Oh ja, den Rest kenne ich ja. Jetzt warte mal kurz, ich will mich mal kurz hinsetzen. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Sehr schön. Ach, guck mal, bleib da. Stopp, nein. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ich habe noch ein paar Fragen. Jetzt haut ihr schon wieder ab. Wie seid ihr Kassel gefangen? Wer sind die Sturmmäntel? War dieser Drache auf eurer Seite? Was? Wohl kaum. Selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern. Hat gerade rechtzeitig angegriffen, was? Ich kann gut darauf verzichten, dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst. Sehr gut. Ihr meint wirklich, ich sollte mit Ulfric Sturmmantel anschließen? Mich anschließen? Und ob. Genau wie alle wahren Söhne von Himmelsrand. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Alles klar. Meint ihr, Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will,
Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen. Und mit diesem Drachen. Alright. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich nach Windhelm gehen. Ich muss darüber nachdenken. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Also ich bin jetzt schon angetan von dem guten, Ranulf hier. Okay. Oh, mei, schön, dass wir erstmal zur Ruhe kommen können. So ein bisschen. Oh, sehr schön. Aber ich kann hier nichts, oder darf ich alles, oh! Nordmit, ich darf das nehmen. Ich darf das alles nehmen. Ziegenkäse. Geil. Ja, nicht schlecht. Das ist ja nett. Nordmit. Nordmit. Nee, cool, ich bin willkommen. Geil. Hätte jetzt nicht gedacht, dass... Oh, das heißt, ich darf auch das Buch nehmen. Fjord und Holgia. Sehr schön. Ein neues Buch für die Skyrim-Bibliothek. Wunderbarst. Nehmen. Halt, stopp. Nehmen. So. Was haben wir hier noch? Ach, guck hier. Zaubertrank des Fleischens. Des Falschens. Da kann ich doch stehlen. Aber ich darf sogar in einem Bett hier schlafen. Chest. Leer. Super. Nehmen. Einmal brauche ich nicht. Da ist noch was. Nämlich winziger Seelenstein. Loot, Loot, über Loot, das tut gut. Den Dolch wollte ich gar nicht, ich wollte hier an die Schublade. Beistelltisch, Krug, jetzt habe ich da einen blöden Dolch dabei. Oh, da ist noch ein Buch. Olaf und der Drache. Alles klar. Nehme ich mit. Durchsuchen Kiste. Gold! Des Schneesturms. Herrlichst. Mit Ghetto müssen wir gleich mal reden. Jetzt ist Ralof wieder Richtung, da sitzt er ja. Da bleibt er ja. Oh krass, ich darf mich hier bedienen. Ohne Ende. Dann nehme ich doch mit alles, was geht. Fressen. Gewicht 0,5. Ja, ihr habt ja euren Eintopf hier, das reicht ja für euch heute noch. Gell? Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen, hä? Ja. Es gibt schlimmere Dörfer. Hat Ralof dir nichts erzählt? Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Voll gut. Wie die alle hier, wie sie essen. Ja, das Brot lasse ich denen mal. So wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Aber hier haben wir hier noch ein Fass. Salz. Oh, halt, stopp. Ich nehme alles mit. Alles, was hergeht. Wir arbeiten hart und versuchen uns anständig um unsere Familien zu kümmern. Ja. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Ah, okay, noch eine Frage. Wie trete ich den Sturmmänteln bei? Ulfrichs Hauptstadt ist Windhelm, nordöstlich von hier. Ihr solltet euch zuerst an Galmar Steinfaust wenden, Ulfrichs rechte Hand. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, sollte ich vor euch in Windhelm eintreffen. Geiler Scheiß, vielen Dank. Sturmfaust. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Ich habe meine Axt, meine Frau Gerdur und meinen jungen Frodner. Und mehr brauche ich auch nicht. Okay. Haltet die Augen offen. Die gute Frau Gerdur, der werden wir jetzt mal ein paar Fragen stellen. Ach, hier ist noch ein Schrank. Mit einem Hut. Ein hässlicher Hut. Beistelltisch. Gold. Darf ich das nehmen? Ich speichere mal schnell. Nee, stopp. Ich speichere mal schnell. So. Nee, gut, okay, passt. Dann, Frau Gerdur, jetzt muss ich Sie wecken. Tut mir leid. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber, hallo? Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Ah, cool. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Hätte ich das mal früher gewusst, hey. Nicht schlecht. Halske der Silberling? Ach, das kann ich alles nehmen, oder wie sieht das aus? Honigbräumet? Silberling? Nee, nee, nee. Das bräuchte ich. Dankeschön. Fressalien brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Was ist das denn? Ah, Eidarer Käse. Schimmliger Käse. Goldene Halskette. Ja, nee. Essen, nee. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden.
Okay, abgeschlossen. Sprich mit Flüssen, mit Gerdur. Sprich mit Jarl von Weißlauf. Halt, bleib da! Nicht hinlegen! Nein, Mädchen! Es tut mir leid. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, danke. Dann lege ich mich direkt mal dazu, oder? Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ja, danke. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal belästigen muss. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Oh Gott, was für wie viele Fragen. Wie komme ich von hier nach... Oh, sorry. So. Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Okay. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Warum? Ist er dem Kaiserreich treu ergeben? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Ihr unterstützt also die Sturmmäntel. Moment mal, wer ist Elisif? Sie ist wohl jetzt Jarl Elisif. Sie hatte den obersten König Torik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Ulfric hat den Großkönig getötet. Also gibt es momentan keinen Großkönig. Oh Gott, Fragen über Fragen. Manche sagen ermordet, aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihnen einen Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Also gibt es momentan keinen Großkönig hier? Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Oh Gott, da bin ich ja mal gespannt. Habt ihr Vorräte? Okay. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Alles klar. Was denkt ihr über den Krieg? Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Ah ja, komm, so alt siehst du gar nicht aus. Dein Kerl allerdings hier, der sich hier gemütlich schlafen legt, der sieht schon ein bisschen älter aus. Also ich muss sagen, die Gerdur, die ist schon eine hübsche, ne? Da kann man nichts sagen, so ein bisschen verrucht hier, aber angenehm. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Das ist unnötige Frage, die brauche ich nicht. Habt ihr Vorräte? Super. Okay, Gerdur, dann war's das. Ich danke vielmals. Also gut. Für die Questgebung und für die Erklärungen. Ach, guck mal, da ist schon wieder Ralf. Ralf wandert hier auch quer durchs ganze Haus. Voll schön, dass ich hier willkommen bin. Finde ich gut. Jetzt legt er sich in das Bett. Ah, geil, dann lege ich mich aber dazu jetzt. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Cool, dann lege ich mich jetzt echt dazu. Denn wir haben 1 Uhr früh und ich schlafe jetzt mal bis früh morgens durch. Auf geht's. Mit der guten Gerdur zusammen. Ich hoffe, das nimmt mir der gute Mann nicht übel, dass ich mich jetzt dazugelegt habe. Blöd, dass man das nicht sieht. Ah, schau. Jetzt stellen wir beide auf. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Ja, das glaube ich, du. Das glaube ich gerne, du. Ralof, gibt's bei dir was Neues? Fühlt euch wie zu Hause. Ja, mach ich. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Okay, super. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Alles klar. Seid vorsichtig. Bin ich. Ich habe einen guten Tag, wünsche ich. Ja, ja. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ich will überhaupt nicht sterben. So. Treten wir mal raus. Frisch genährt und... Oh, guck mal hier. Schön.
Schön, wie sie aussieht. Diese Idylle. Die Hühnchen, die Ochsen, alle sind zufrieden. Ach, herrlich. Und ich bin auch zufrieden mit meiner Ausrüstung bisher. Ist zwar ein bisschen am Arm, ein bisschen nackig und somit gefährlich, aber gut. Vielleicht finde ich ja da noch was. So. Ach, schön. Ich muss nochmal kurz unterbrechen und... Dorte, bleib du mal stehen. Alter, komm, von dir diese Mordaufträge oder wie sieht's denn aus? Vater ist Alvor, der Schmied. Ja. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich sein Lehrling. Also finde ich jetzt schon ein bisschen makaber. Vielleicht kann ich ja den guten Alvor mal fragen. Der weiß vielleicht was über die Dorte, aber erst muss ich mal kurz unterbrechen hier. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, back again. Ein kurzes Päuschen. Und wo ist denn Alvor jetzt? Ist er noch hier in seinem Heim drin? Ja, wenn ich rein kann ins Haus, dann ist er wohl zu Hause. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Niemals. Was kann ich für euch tun? Ich muss dich mal so über deine Tochter fragen. Ich glaube, die hat ein bisschen was angestellt. Braucht ihr eine neue Klinge? Ach, scheiße. Nee. Kann nichts anfangen. Also gut. Und du? Ich bin vergeben. Ja, ist klar. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Das habe ich schon festgestellt. Mein Mädchen arbeitet gern mit ihrem Papa in der Schmiede. Die will auch nichts sagen. Also Leute, ne, ich behalte eure Tochter mal im Auge. So kann es nämlich nicht angehen, dass die mir hier die Typen an den Kragen hetzt. Finde ich ja voll ungeil, sowas. So, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ralfs Schwester Gerdo hat mich gebeten, dem Jarl von Weißler von dem Drachenangriff auf Helgen zu berichten und ihn um einen Kontingent Soldaten zum Schutz auf Flusswalz zu bitten. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Sprich in Fußball mit Gerdo. Okay, das heißt, ich muss nach Weißlauf. Und nach Weißlauf muss ich doch sowieso schließlich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Besuche den Schrein von Azura. Ich gehe jetzt erstmal nach Weißlauf. Oder? Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie, was für Prioritäten hier eigentlich gesetzt sind. Wo ist denn, was sagt denn mein Radar? Mein Radar sagt, dass ich dahin muss und das ist eben die Hauptquest. Wenn ich jetzt hier nach Windhelm... Lass mich mal auf die... Wo war die Karte? Hier war die Karte. Wo ist denn dieses Windhelm? Hier ist Weißlauf. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Nordöstlich. Da ist Windhelm. Ja, leck mich im Arsch. Das ist aber weit weg. Da kann man aber nichts sagen, hey. Das ist ein bisschen weit weg. Nee, ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Lager stehender Strom. Da. Das machen wir jetzt erstmal. Cooler Scheiß. Dann begebe ich mich jetzt mal grob nach Weißlauf, um dann das Lager dieser Banditen zu stürmen, sag ich mal. Ich hoffe, das klappt. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe auf das Huhn getreten. So. Ja. Der liegt ja auch noch hier, hat ja auch noch rumzuliegen. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber gut. Soll mir nur recht sein. Was hat denn der für eine komische Frisur unterm Kopf? Unterm Helm. Du Penner, du. Abschaum schaffe ich mal weg hier gerade. Du hast ja nichts an Flusswald verloren. Du gehst mal hier schön den Bach runter. Fließe dahin. Ich glaube, du musst noch weiter raus. So. Bleib ja nicht hängen an der Brücke. So, darf ich mit dem Lachs hier, krallen? Ja, darf ich. Okay, cool. Ein schönes Mal für zwischendurch auf dem Weg nach Weißlauf. Kann man sich ja mal schön den Lachs hier reinföhnen. Oh, schön. Ah ja, schau. Da haben wir ja, genau, Weißlauf, Windhelm, Einsamkeit. Ja, ich hoffe, ich lande nicht in der Einsamkeit, wenn ich jetzt hier entlang laufe. Dann begeben wir uns mal nach Weißlauf. Ausgerüstet bin ich einigermaßen gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, und die Musik ist schon wieder etwas düsterer. Ah, Pilze. Aber Müslingspilz. Blutende Krone. Was wir nicht alles aufsammeln können. Hey, Wahnsinn. Oh ja, hier. Hier ist ein schöner Wasserfall. Aber, wir wollen mal auf den Straßen bleiben, auf den offiziellen. Um hier nicht vom Weg abzukommen. Grob. Oh, schön. Oh! Was geht ab? Ein Wolf!
Ein Wolf! Jawoll! One-Hit-Wonder. Bleibst du bei einem Wolf oder sind da noch mehr? Normalerweise kommen die doch immer im Rudel. Durchsuchen. Wolfspelz nehme ich mal mit. Das Biest lasse ich jetzt mal hier liegen als Warnung für die anderen. Greifen die mich hier einfach so an. Okay. Es wird weitläufig hier. Ah, da vorne ist... Das scheint Windhelm... nicht Windhelm. Weißlauf zu sein. Bin ich mal gespannt. Jede Menge Gras haben wir hier zu stehen. Und Gras ist immer ein Framerate-Fresser. So. Okay, da unten ist eine Hütte. Oh, schön. Immer wieder erstaunlich. Oh, was ist denn da vorne los? Was ist denn da vorne los? Eine Wanderung. Was bist du denn? Oh, scheiße, was bist du denn? Bleib stehen. Was bist du? Oh, fuck. Igitt. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Okay. Tut mir leid. Gefangener der Talmor. Gefangenen befreien, nichts tun. Gefangenen befreien, befreien und Gegenstände aufteilen. Ich mach mal nichts. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Ist doch Ralofs Stimme gewesen eben. Kann ich mal mit dir quatschen? Wie sieht's denn aus? Das geht euch nichts an, Bürger. Ach so. Okay. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Und ihr, was seid ihr denn hier? Kleine Trolle. Wahnsinn. Zieht euch das rein. Oh Gott! Alter, ich würde am liebsten draufschlagen. Voll creepy. Ja, Wahnsinn. Hallo. Noch mehr Leben. Warte. Ich kenne euch doch. Kennen wir uns? Wache von Weißlauf. Ich kenne euch doch. Nicht, dass ich wüsste. Ihr begeht einen Fehler. Was soll das heißen? Okay. Ich habe das jetzt mal nicht gesagt, ihr begeht einen Fehler. Könnte, falsch aufgenommen werden. Okay, dann Honigbräuerei entdeckt. Jesus Maria. Ich habe keine Ahnung, wohin. So viel Möglichkeiten. Honigbräuerei. Bam. Cooler Scheiß. Was ist das hier? Wenigstens ist hier alles schön ausgeschildert. Ach, auch die Honigbräuerei. Ja, Bräuerei hört sich schon mal gut an. Ich trinke doch gerne mal ein Fläschchen. Alkoholisches. Fangen wir mal hier mit dem Haus an. Kann ich da überhaupt eintreten erstmal? Oh, erstmal hier. Ach so, Fass leer. Scheiße. Fass ist leer. Das ist auch leer. Oh, guck mal, hier ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Honigbräu-Met-Fass. Met. Honigbräu-Met. Jawohl. Ich nehme alles mit an Alkohol, was es hergeht. Da ist noch mehr drin. Met. Ja, Wahnsinn. Kann ich vielleicht gut verkaufen? Ich beklaue die jetzt hier gerade, aber schön, dass es keinem auffällt. Ist aber auch komisch gebaut hier. Kann ich aufs Dach steigen? Ich steig dir aufs Dach. Jawohl, ja. Na bitte, haben wir einen kleinen Aussichtspunkt hier. Oh, voll schön. Wahnsinn. Herrlichst. Oh Mann, der kam auch ein bisschen weiter weg. Sehr gut. Das ist doch mal ein Monument. Das Leben schenkt. So, wenn ich jetzt hier runterlaufe, dann sterbe ich. Aber hier sollte es sicher sein. Okay, cool. Dann mal rein hier. Ach, das sind noch Fässer, warte. Das sind noch Fässer. Honigbräu-Met. Aber auch das verbraucht viel Gewicht. Mit der Zeit nehme ich mal an. Ich trinke mal. Wie sieht denn das aus? Ich saufe mir jetzt mal ordentlich die Bier dazu. Mit dem Honigmet. Alter Wein. Wenn ich ihn denn finde. Ah, guck mal, Schriftrollen. Was kann ich denn damit machen? Kann ich die lernen? X fallen lassen. Benutzen. Ach so, ich kann sie quasi einmalig benutzen, oder wie sieht's aus? Ah ja. Oh, unsere blutige Hand, hey. Ach, den Ring, den wir anhaben, cool.
Ich habe ja mal einen Ring angezogen, genau. So, aber ich wollte jetzt hier eigentlich diesen Honigbräumeter, ist er. Achso, okay. Der gibt mir nur ein bisschen Ausdauer. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Ach scheiße, Schlüssel erforderlich, okay. Und einsteigen will ich jetzt nicht. Da mache ich mich nur unbeliebt. Dann ist das hier die nächste Hütte, die hier auf unserem Plan steht. Oh, was ist denn jetzt los eigentlich? Rechts am Bildrand. Ach so. Das ist hier Statuszustände, oder wie sehe ich das? Weil ich den Alkohol getrunken habe. Hm, okay. Honigbrauereihaus. Okay. Dann steigen wir hier mal ein. Also, ne, wir steigen nicht ein, wir gehen ganz normal rein.